Moin zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir. Dies hier soll ein relativ kurzes Video werden, dennoch finde ich das eine relativ wichtige Information, die ich einfach mal an euch weitertragen wollte. Die Information steht schon länger im Raum, nichtsdestotrotz ist die Information von mir aber noch früh genug, dass ihr lange Zeit zum Vorbereiten habt. Doch bevor ich die Information an euch geben wollte, wollte ich mich einmal entschuldigen, dass gestern der Stream ausfallen musste und ich das recht spontan angekündigt habe. Aber Sonntag wird der Stream ganz normal wieder weiterlaufen um 21 Uhr. twitch.tv/sonius94, folgt mir dort unbedingt, falls ihr erst noch macht. Ich freue mich immer sehr auf euch und stream normalerweise dienstags, freitags als auch sonntags regelmäßig um 21 Uhr. Jetzt aber zu dem Tipp. Und zwar ist in JP jetzt vor 1,5 Wochen, glaube ich, mittlerweile schon eine Neuerung reingekommen hier in den Nighthub-Shop. Und zwar wird da ja vermutlich jeder mittlerweile so eine kleine persönliche Vorliebe haben, was er sich am ehesten aus diesem Shop kaufen wird, beziehungsweise regelmäßig kauft mit seinen Coins. Und wenn wir da mal reinschauen, ist es, glaube ich, auch relativ eindeutig, was die meisten kaufen werden. Und zwar haben die meisten eigentlich nur zwei Optionen. Und zwar werden sie entweder aktuell auf die Ausdauerpods gehen oder, wie ich, auf die SSR-Anhänger. Das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die sich die meisten Leute kaufen werden. Das heißt, hier die SSR-Anhänger für 300 Coins oder hier die Ausdauerpods für 20 Coins. Ich habe jetzt gerade fürs Event mir doch nochmal hier das Food gekauft jeweils, um einfach nochmal ein paar mehr Ohren etc. zu fahren, weil ich einfach jedes Mal viel zu wenig davon habe. Aber nichtsdestotrotz, normalerweise kaufe ich immer SSR-Anhänger, da ich von den Ausdauerpods persönlich als Pay-to-Play-Spieler eh viel zu viele habe. Aber Free-to-Play-Spieler, denke ich mal, kaufen auch ab und an hier sich einfach mal einen Pod. Und dieser Shop erfährt ein Update, so dass die Optionen, die ihr habt, in Zukunft noch mehr sein werden und ihr euch eher entscheiden müsst, was ihr haben wollt und was nicht. Und in der Theorie könntet ihr jetzt schon anfangen, darauf zu sparen. Und zwar wird ein Item hinzukommen, das ihr braucht für zukünftige Super Awakenings. Also, falls ihr das noch nicht kennt mit den Super Awakenings, ganz kurz. Sobald ihr einen Helden hier auf 6 Sterne habt, könnt ihr den Helden in Zukunft auf 10 Sterne bringen. Dafür müsst ihr bestimmte Coins investieren. Diese Coins sind die Dupe Coins von anderen Helden. Das heißt, angenommen, ihr habt einen Dupe Coin von dem roten Escanor, dann könnt ihr den theoretisch benutzen, um hier einen Stern von diesem Escanor zu erweitern oder auch bei allen anderen Helden zu erweitern, die irgendwie 6 Star sind und so insgesamt auf 10 Stars zu bringen. Und dieser Coin, den ihr hier kaufen könnt, der ist ein Drittel SSR wert. Bedeutet, sobald ihr 3 Coins davon habt, spart ihr euch quasi ein SSR-Coin in Zukunft, beziehungsweise ihr spart euch, ich glaube, so 15 Gold-Coins oder ähnliches, wenn ich jetzt gerade mit meinem sehr schnellen Mathematik im Kopf mich nicht komplett täusche. Und dieser Coin schafft es tatsächlich hier in den Shop. Ja, es ist ziemlich cooles Update, finde ich, dass er es schafft. Es wird wahrscheinlich, bis das auf Global kommt, irgendwie ein halbes Jahr dauern. Das heißt, ihr solltet jetzt wahrscheinlich nicht wie die Verrückten alle Coins, die ihr irgendwie habt, sparen. Nein, ihr könnt noch ganz gechillt hier ab und an euch das kaufen, was ihr kaufen wollt. Dennoch fange ich jetzt schon so an, nach und nach die Coins hier irgendwie zu erweitern, in der Hoffnung, dann langsam 20.000, 30.000 Coins oder sowas anzusparen. Nichtsdestotrotz, sobald dieses Update da ist, gibt es natürlich weiter so ein Daily Reset. Das heißt, ihr könnt nicht von diesen Coins dann plötzlich hier unendlich viele kaufen. Das heißt, wenn ihr denn hier Hunderttausende an Ritterschaftspunkten habt, werden ihr sie auch erstmal wochenlang noch haben, um sie irgendwie verbrauchen zu können. Das heißt, na klar, das kann man machen, wenn man sie unbedingt haben möchte, diese Coins, aber man muss es nicht unbedingt machen. Man kann hier auch noch ganz entspannt weiterkaufen, aber ich werde halt jetzt nicht irgendwie jeden Tag versuchen, meine 3000 Coins irgendwie exzessiv so schnell es geht leer zu kriegen und so schnell es geht irgendwie mir hier Items zu kaufen, einfach nur, weil diese Coins so super mega wertvoll sind, um die Helden zu erwecken. Ihr werdet davon, ich habe das schon mal in dem Video erwähnt, irgendwann 300 Goldcoins brauchen, um einen Helden von 6 Sterne auf 10 Sterne zu bringen. 300 Goldcoins. Das ist ein enormer Wert, das sind enorm viele Goldcoins und dementsprechend könnt ihr euch hier die Goldcoins ganz entspannt sparen, wenn ihr einfach hier mal welche kauft, anstatt auf die Goldcoins angewiesen zu sein. Und das ist der Grund, warum ich mal dachte, ey, yo, diesen Tipp gebe ich einmal kurz an euch. Ansonsten wollte ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's von mir, eurem Sonius94. Zum Abschluss geht wie immer ein Dankeschön raus an meine Kanalmitglieder, wobei ich besonders hervorheben möchte meine Sixtown-Krankenmitglieder Daniel Hess, Julian Grenzner, Z-Main und My Name ist Enrico. Danke euch!